Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten Livestream Meisterwerke im Tischlerhandwerk. Normalerweise haben wir Sie immer persönlich hier vor Ort begrüßt, haben Ihnen wunderschöne Meisterstücke präsentiert und eine entsprechende Vernissage dazu. Das geht leider in diesem Jahr nicht, das ging auch im letzten Jahr nicht. Aber wir haben jetzt ein neues Format für Sie aufgelegt. Wir präsentieren Ihnen das jetzt in Form eines Livestreams. Und wir haben hier 20 Meisterstücke, die wir Ihnen zeigen. Wir haben natürlich auch einige Gäste eingeladen. Ich darf zunächst begrüßen den Hausherrn, den Herrn Stefan Füll, Präsident der Handwerkskammer. Handwerk für die Handwerkskammer Wiesbaden. So, dann haben wir daneben noch drei frisch gebackene Meisterabsolventen. Und zwar haben wir da den Tobias Schulz. Guten Abend, Herr Schulz. Wir haben den Pascal Doberanske und wir haben den Tobias Weist. Hallo. Also Sie kommen jetzt stellvertretend für Ihre ganze Truppe sozusagen. Wir konnten ja nicht alle einladen und alle haben von mir und unserer Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu der bestandenen Prüfung und zu dem neuen jetzt Lebensabschnitt, ist ja beruflich dann doch auch ein Einschnitt. Und jetzt möchte ich aber erstmal starten mit dem Herrn Füll, mit dem Hausherrn. Herr Füll, wir haben jetzt alle ein Jahr Pandemie hinter uns, große Ausnahmesituation für uns alle, privat, beruflich, für alle Berufszweige. Und trotzdem, jetzt haben wir was Schönes hier, wir haben eine Ausstellung. Mit welchem Gefühl begrüßen Sie jetzt zu dieser ersten Ausstellung in diesem Format? Ja, Frau Fröse, Sie haben es schon gesagt, also es liegen jetzt knapp etwas über ein Jahr, eine sehr herausfordernde Zeit hinter uns, persönlich, aber auch wirtschaftlich. Beschäftigt uns, glaube ich, nichts anderes wie Corona, das spielt privat überall mit rein. Umso mehr freut es mich, dass wir heute mal ein digitales Format gewählt haben, um die doch sehr sehenswerten Ausstellungsstücke der jungen Meister und Meisterinnen hier zu präsentieren und der Öffentlichkeit, wenn auch nur am Bildschirm, vorzustellen. Ich habe es im Vorfeld schon mal gesagt, ich hätte den jungen Leuten natürlich gewünscht, dass auch viele Besucher heute hierher gekommen wären und hätten sich die Ausstellungsstücke live angucken können. Denn das sind alles Stücke, die man in keinem Möbelhaus findet. Das ist ja nichts von der Stange, alles Unikate, tolle Arbeiten. Und ich freue mich, dass wir so einen virtuellen Event jetzt daraus machen, um das vorzustellen dann. Die Ausstellungen haben ja jetzt in der Kammer schon eine lange Tradition. Seitdem die Kammer hier in diesem Hause ist, gibt es ja die Ausstellung. Welche Bedeutung haben Sie denn generell und welche Bedeutung hat die Tischler-Ausstellung, die ja jetzt auch schon eine jahrelange Tradition hier hat? Ja, als die Kammer 2004 in das Gebäude hier eingezogen ist, gab es ja erstmal die Möglichkeit, mit dem Meisterraum was zu machen, was mit Ausstellungen zu tun hat. Anfangs mit einer Galerie hat man Kunst präsentiert. Danach hat man gemerkt, wir haben im Handwerk auch viele schöne Sachen, die es sich lohnt auszustellen. Und da sind die Tischler natürlich prädestiniert, weil dort die Meisterprüfungsarbeiten natürlich schon tolle Erinnerungsstücke sind, die man auch nicht wie bei manch anderer Prüfung danach wieder abreißt, sondern das sind Stücke, die man wahrscheinlich auch, die einen ein Leben lang noch begleiten werden und einen immer wieder an diesen Moment erinnern. Und das ist sicher auch ein Highlight hier bei uns in der Kammer. Auf jeden Fall. Jetzt musste ja auch die Fortbildung zur Meisterprüfung umgestellt werden, teilweise oder auch nicht. Wie hat sich das dann jetzt konkret auf diesen Kurs ausgewirkt? Ja, teilweise findet und fand der Unterricht in Hybridform statt. Das heißt, ein Teil der Meisterschüler nimmt von zu Hause aus teil, ein Teil ist in den Schulen dabei. Aber ich glaube, gerade jetzt der abgeschlossene Jahrgang
hatte noch die Chance, in den Sommermonaten bei niedrigen Inzidenzzahlen in Präsenzunterricht an dem Unterricht teilzunehmen, was es vielleicht auch dann etwas erleichtert gegenüber den Hybridveranstaltungen. Aber heute finden viele Kurse in Hybrid statt und oder komplett digital, also dass es komplett außerhalb der Schulzeiten ist. Da müssen wir uns halt auch an die Corona-Regeln halten. Auch während des Präsenzunterrichts war es natürlich mit Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen schon etwas anstrengender als wahrscheinlich vorher. Genau, und so wie ich es verstanden hatten die Tischler Glück und es konnte alles stattfinden, so wie ich es genau, verstanden habe. Genau, alle Kurse haben in Präsenz stattgefunden, die Prüfungen sind gelaufen. Das war ja wirklich ein großes Glück, genau. Das ist ja doch ein bisschen anders als Hybrid, was Sie ja auch alle kennen. Ja. Ich habe ja mit einigen telefoniert, die dann gerade auch in einer Online-Vorlesung waren, das ist ja dann doch was anderes. Ne? Gut, ich danke Ihnen, Herr Füll. Ich darf mich dann an den Herrn Wald wenden. Sie sind Leiter des Prüfungsausschusses und von Ihrem beruflichen Werdegang, Herr Wald, sind Sie ja Tischler. Sie sind Ingenieur und Sie sind Berufsschullehrer, haben lange als Studiendirektor gearbeitet, haben also schon da ein ganz breites Studium. Aber mich würde interessieren, warum hat Sie gerade der Beruf des Tischlers so gereizt? Oh, wenn Sie mich nach meinen Motiven für die Berufswahl fragen, dann muss ich mich weit zurückerinnern. Wie war das eigentlich 1966? Zunächst mal hatte man damals nicht so viele Möglichkeiten. Und ich erinnere mich aber nach der mittleren Reife, die ich an einer zweijährigen Berufsfachschule Holztechnik erworben hatte, war für mich klar, ich werde Schreiner, wie der Beruf in unserer Region heißt. Man hat mit dem Beruf des Schreiners halt eben was verbinden können. Jeder wusste, dass es ein Traditionsberuf im Handwerk ist. Und ich muss sagen, für mich war der Einstieg in die Lehre bei unserem Hausschreiner ein Glücksfall. Ich bin dort auf einen Lehrherrn getroffen und auch in der Berufsschule in Schlüchtern auf Lehrer, die mich gefordert haben, gefördert haben und ermutigt haben, auch die nächsten Schritte zu gehen, die dann zunächst mal mich nach Rosenheim geführt haben, wo ich den Holzingenieur gemacht habe. Das war so mein Einstieg. Aber es gibt natürlich viele gute Gründe, auch heute noch diesen interessanten Beruf zu wählen. Ich habe ein paar Kriterien mal zusammengestellt. Also zunächst mal muss man sagen, der Beruf des Tischlers, der Tischlerin zählt zu den schönsten Berufen. Vielleicht ist es der schönste, den das deutsche Handwerk zu bieten hat. Das liegt zunächst mal daran, dass der Tischler wie kein anderer Beruf eigentlich den ganzen Prozess vom Entwurf, von der Gestaltung über die Konstruktion, über die Planung, Fertigung bis zum fertigen Werkstück selbst gestalten kann. Es kommt ein Stück heraus, wie der Präsident schon sagte, was man auch nachher noch vererben kann, was in anderen Gewerken nicht immer der Fall ist, ne? Und auch transportieren kann, denn diese Stücke finden alle ihren Platz im häuslichen Umfeld oder sonst wo. Als nächstes möchte ich nennen den Werkstoff Holz, der etwas ganz Besonderes ist. In dem Moment, wenn sich ein Tischler für den Werkstoff Holz entscheidet, entscheidet er sich für ein Unikat. Ohne dass man die Konstruktion sieht, denn jedes Stück Holz, was man also in die Hände bekommt und bearbeitet und zu einem Werkstück macht, ist einmalig. Es gibt dieses Stück Holz nicht nochmal. Sie gestatten mir, dass ich das vielleicht mal mit einem ganz einfachen Beispiel deutlich mache. Ich war bei meiner Schwägerin und da lag dieses Osterei als Dekoobjekt auf dem Tisch. Gemacht von ihrer kleinen Urenkelin Lina, die dem Vater beim Basteln zugeschaut hat, energisch nach dem Schleifpapier gegriffen hat und es bemalt hat. Natürlich hat dieses Stück einen enormen Wert, einen ideellen Wert, nicht nur für die Oma, sondern für die ganze Familie. Und ich will nochmal die psychologischen Hintergründe noch sagen. Was ist passiert? Sie hat Anerkennung bekommen, denn sie hat mehrere Omas, wahrscheinlich hat sie mehrere Ostereier bemalt. Und ich denke mal, in Weihnachten geht es da mit anderen Objekten weiter, Schneemänner und Nikolaus. Aber die Psychologen lehren uns ja, erfolgreiche Handlungen drängen in uns zur Wiederholung. Ja? Und das ist etwas, was wir eigentlich in der Ausbildung uns immer merken müssen. Die Schule müsste eigentlich und die Ausbildung muss Erfolge vermitteln, denn dann sind die Jugendlichen motiviert, die gleichen Dinge wieder anzupacken. Und ich
wage mal, vielleicht können wir der jungen Dame in 20 Jahren in Wiesbadener Kurhaus einen Meisterbrief im Malerhandwerk oder im Tischlerhandwerk verleihen. Also ich glaube, an dem Beispiel wird sehr schön deutlich, viele werden über die häusliche Arbeit, über die frühe Kindheit an einen Beruf herangeführt. Die Produktpalette vom Tischlerhandwerk, das Leistungsangebot ist umfasst ein riesiges Spektrum. Also von Osterdekorationen über Fenster, Türen, Möbel und Innenausbearbeiten und um nur einige zu nennen. Man will auch diese Breite erhalten und jeder findet also in diesem Spektrum auch sicherlich einen Ort, die Betriebe, wo er arbeiten kann. Die Betriebe müssen sich profilieren, müssen sich am Markt positionieren, teilweise durch Spezialisierung. Und die Arbeit ist äußerst interessant. Tischler gestalten, konstruieren, fertigen und montieren, um nur die wichtigsten Tätigkeiten zu nennen. Die Betriebe des Tischlerhandwerks bieten viele interessante Arbeitsfortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Meisterprüfung ist oft eine gute Basis, wir werden das nachher auch noch hören, für weitere Studiengänge, die sich draufsatteln oder auch für die Selbstständigkeit. Gut. Ein Tischlermeister hat gute Chancen, zwei Dinge noch. Wir wissen, dass mittlerweile nicht alle sich selbstständig machen. Auch in der zweiten Führungsebene, wir kriegen viele Leute von Betrieben auch teilweise geschickt, dass in der zweiten Führungsebene als AV-Leiter, als Montageleiter, als Fertigungsleiter Meister gesucht werden und dort eine ganz wichtige Funktion in den Betrieben erfüllen. Vielen Dank. Bitte. Man merkt schon, Sie sind mit Leib und Seele dabei und Sie engagieren sich ja schon seit Jahrzehnten auch fürs Tischlerhandwerk. Und ich finde, man merkt das auch an dem, mit welcher Begeisterung Sie dahinter stehen. Sie sind 1980 im Prüfungsausschuss für die Meisterprüfung dabei und seit 2005 deren Leiter. Und was können denn jetzt die jungen Leute erwarten? Worauf stellen sie sich ein, wenn sie die Meisterprüfung angehen wollen? Nun, zunächst mal das Formale. Die Meisterprüfung im zulassungspflichtigen Tischlerhandwerk umfasst, wie bei allen Handwerksprüfungen, vier Prüfungsteile. Die fachliche Teile, die praktische Prüfung, die fachtheoretische Prüfung werden oft in Vorbereitungslehrgängen, die gemeinsam organisiert werden, vorbereitet und auch gemeinsam abgeschlossen, so wie diesem Lehrgang jetzt auch. Es kommt dann dazu die Prüfung im betriebswirtschaftlichen Teil, rechtlichen Teil, der sogenannte Teil 3 und die Prüfung im arbeitspädagogischen Teil, der Teil 4. Für all diese Teile bietet die Handwerkskammer Vorbereitungslehrgänge an, die auch zeitlich entzerrt nacheinander unter Umständen auch an verschiedenen Orten gemacht werden können und dann halt eben irgendwann mit der letzten Prüfung zusammengeführt werden zur Meisterprüfung. Jetzt hat sich ja das Ganze im Laufe der Zeit verändert. Wie war es früher, wie ist es heute? In welche Richtung ist es gegangen? Nun, verändert hat sich im Grunde genommen mit der Novellierung der Handwerksordnung der Wandel vom Meisterstück zum Meisterprüfungsprojekt, von der Arbeitsprobe zur Situationsaufgabe. Wir haben heute durchweg handlungsorientierte Prüfungen und kompetenzorientierte Prüfungen. Diese Handlungsorientierung ist eine pädagogisch unheimlich wichtige Sache, weil sie auch methodisch andere Akzente in der Ausbildung setzt, andere Qualifikationen ins Blickfeld rückt. Und dies kommt zum Ausdruck, indem also der Tischler ein Meisterprüfungsprojekt planen muss. Dieses Meisterprüfungsprojekt soll einem Kundenauftrag entsprechen. Und ich muss an der Stelle einfach mal sagen, dass das, was wir so als Meisterstück bezeichnen, eigentlich nur ein Teil von diesem Meisterprüfungsprojekt ist. Die Meisterprüfungsordnung sagt, er soll eine Innenausbauarbeit oder eine Inneneinrichtung planen oder einen Fassadenabschluss. Es gibt da also mehrere Optionen, die ein Tischler hat, ein Bauelement, aber es steht dort nicht ein Möbelstück. Und wir in Wiesbaden, unser Ausschuss legt besonderen Wert darauf, dass eben der Prüfling einen Vorschlag selber
was die Verordnung ihm ausdrücklich erlaubt, er hat ein Vorschlagsrecht für dieses Projekt, einbringt, indem also er einen Kundenauftrag generiert und aus diesem Kundenauftrag ist dann ein Stück, ein Werkstück, meist ist es ein Möbelstück, zu planen und zu fertigen. Das ist, glaube ich, nicht überall so, ne? Wenn es naja, gut, ich will mich jetzt dazu, kann mich nicht äußern, weil ich nicht die anderen... Aber bei uns geht das auf jeden Fall. Aber was auffällig ist, ist, dass die Tischler sich schwer tun mit der Verabschiedung von dem nur Meisterstück. Mhm. Und ich sage ganz klar, für uns in unserer Kommission ist das, was wir hier als Meisterstück sehen, nicht das Meisterprüfungsprojekt. Ja, das Meisterprüfungsprojekt ist mehr. Ja, die Teilnehmer werden aufgefordert, einen Kundenauftrag zu generieren. Und das werden wir ja nachher bei der Vorstellung auch mitbekommen. Denn wenn Sie mal die Kompetenzen, die ein Meister heute haben muss, sehen, dann muss er ja Kunden beraten. Er soll also Beratungskompetenz sein, Planungskompetenz. Wir fordern eigentlich im Grunde genommen einen eigenen Vorschlag, der mindestens drei, ja, raumbezogene, aufeinander abgestimmte Tischlerarbeiten umfasst. Also für ein Einzelmöbelstück geht ja oft der Kunde auch ins Möbelhaus. Aber er kommt dann zum Tischler, wenn er ein Raumkonzept haben will, wo auch andere Arbeiten in einem Guss, in einem Gestaltungskonzept zusammengeführt werden. Und das ist eine ganz andere Kompetenz und das äußert sich auch in den Bewertungskriterien. Wir haben ja 40% Planungsanteil an der Bewertung der Meisterprüfungsprojekte. Wir haben 10% Dokumentation über den Herstellungsablauf und nur 50% sind für die Bewertung der praktischen Ausführung angesetzt. Das ist natürlich eine ganz neue Denke und wenn man die Fachzeitschriften nimmt, wir haben ja bei dem Tischlerbereich zwei große, dann werden dort mit gewisser Regelmäßigkeit eben diese, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ, Fertigungsobjekte des Meisterprüfungsprojekts, denn der Begriff Meisterstück gibt es gar nicht mehr dort, vorgestellt. Und viele Teilnehmer kommen zu uns und sagen, ich habe da einen Vorschlag, ich habe da irgendwas gesehen, könnte ich das so bauen? Dann müssen wir den erstmal im Kurs darüber informieren, dass er ein Projekt selber als Kundenauftrag entwickeln muss. Und was sind denn die Ideen, die die Meister, die angehenden Meister haben, wenn sie so ein Projekt angehen? Naja gut, oft ist es, werden wir nachher auch hier hören, im Regelfall, in der Mehrzahl der Fälle sind es private Auftragssituationen, die man generiert, die können konkret da sein. Wir haben auch Umbauvorhaben, die laufen, wo dann Bilder gemacht werden aus dem häuslichen Umfeld, aber es könnte natürlich auch ein rein theoretische fiktive Auftrag sein, ich gestalte ein Büro oder meine Wohnung. Ja. Mhm. Die meisten wollen ja, dass ihr Meisterstück, ich verwende jetzt mal diesen Begriff, weil er doch auch gängig ist, in irgendeinem privaten Wohnbereich seinen Platz findet. Das ist ja, kann man ja nicht wegdiskutieren. Wir werden ja kein Meisterstück dem Meisterprüfling aufdringen können, dass er nachher einen Keller oder in die Garage stellt. Es gibt natürlich wenige Ausnahmen. Eine haben wir heute, die wir nachher noch präsentieren werden. Es gibt einige, die machen etwas für ihren Betrieb. Eine Beratungstheke haben wir dabei. Ja. Wir haben auch schon Stücke gehabt, die, sagen wir mal, für den öffentlichen Bereich in Frage kommen. Mhm. Das ist jedem selber überlassen. Aber ich will noch was zu dem Wahlrecht sagen. Das Wahlrecht ist deshalb so wertvoll, weil das Tischlerhandwerk so breit aufgestellt ist, kommen die jungen Menschen mit verschiedenen Erfahrungen, ganz unterschiedlicher Art. Auch diese drei haben ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und über das Wahlrecht können sie natürlich ein Meisterprüfungsprojekt wählen, wo sie ihre Erfahrungen, ihre betrieblichen Schwerpunkte auch zur Geltung bringen. Das ist etwas unheimlich Wichtiges, weil wenn man da was aufsetzen würde von außen, also alle, eine Kammer ist ja mal damit so herausgerückt, die haben gesagt, alle bauen einen Küchenwagen, dann stehen halt eben, würden jetzt hier 15 Küchenwagen stehen und ich weiß nicht, ob das... Also ich finde den Ansatz, den wir vom Ausschuss, wünschen uns immer Vielfalt, Vielfalt an Gestaltung, an Funktionen, an Art der Stücke und dann sind wir schon ganz gut. Es gibt einen Punkt, der sehr schwierig ist für uns, auch als Prüfungsausschuss. Jeder muss natürlich sein Stück mit den eigenen Bedingungen in
in Einklang bringen. Er muss seine Bedingungen, seine Qualifikation, die wir auch nur bedingt kennen, die Maschine, die Werkstattausstattung, die teilweise die zeitlichen Rahmen, innerhalb der er arbeiten kann. Es gibt Betriebe, die sagen, du kannst heute Abend 5 Uhr anfangen, ja? Ansonsten störst du uns. Manche müssen sich einmieten in irgendeiner Werkstatt, weil sie keine eigene Fertigungswerkstatt haben. Diese Dinge sind nicht ganz einfach und wir stehen da wirklich Gewehr bei Fuß und helfen und finden aber immer, denke ich, auch gute Lösungen. Ich denke mal, dass vielleicht das noch als Schlusssatz zu diesem Prozess. Wir begreifen auch vom Ausschuss diese Hinführung zu dem Projekt als ein Prozess. Das geht eigentlich im Grunde genommen schon los bei der Bildungsberatung, den zwei sehr nette Damen im Bildungszentrum machen. Und dann ereilt mich mal ein Anruf. Da ist ein Interessent da, der fragt, ob man einen Altar als Meisterstück machen kann. Und da sage ich mir, ja gut, ein Altar. Kommt darauf an, wie er aussieht. Ist es eine Tischlerarbeit? Ja. Genügen da die Anforderungen? Das werden wir sehen. Aber grundsätzlich, Tilman Riemenschneider hat auch schon Altäre gebaut. Also insofern können wir dort zunächst mal gelassen der Situation entgegensehen und wir können aus allem etwas machen. Das ist uns wichtig und von daher gesehen, dieser Prozess, die ersten Sitzungen, es wird erstmal das Konzept vorgestellt, dann wird das verdichtet zu einer Aufgabenstellung und dann geht es in die Planung. Da wird auch nichts bewertet. Das muss frei von Bewertungszwang sein. Und da haben wir eine gute Zusammenarbeit in der Kommission, eine gute Zusammenarbeit mit den Dozenten. Und deshalb macht es so viel Spaß, eigentlich in diesem Ausschuss auch zu arbeiten. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, den Sie uns jetzt gegeben haben über diesen ganzen Ablauf der Prüfung und die Bedeutung. Fand ich sehr spannend. Haben wir auch in der Form bisher noch nicht so beleuchtet. Insofern finde ich, ist das auch wieder sehr, sehr interessant. Jetzt wollen wir uns natürlich die Einzelprojekte anschauen. Wir haben ja 3 Jungmeister da. Und ich schaue jetzt mal den Herrn Benedikt Schulz an. Herr Schulz, wir wollten ja mit Ihnen beginnen und uns Ihr Stück anschauen. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben schon früher mit dem Vater und mit dem Großvater gewerkelt, habe ich das mal so als Kind genannt, und haben dann Ihr Interesse immer weiter ausgebaut. Sie haben Abitur gemacht, Sie haben dann eine Schreiner- oder Tischlerlehre gemacht und jetzt haben Sie noch die Meisterprüfung absolviert und haben als Abschlussarbeit Ihre Gintrine gebaut. Das ist ja ein ungewöhnlicher Begriff. Und wenn Sie uns mal das Stück erklären und was es mit dem Begriff auf sich hat und was das Besondere an Ihrem Stück ist. Genau, wir haben die Gintrine. Oben ist dann Platz für eine Gin-Sammlung, die ist noch aus der Zeit, in der ich in der Gastronomie gearbeitet habe, entstanden. Und die findet quasi im oberen Bereich ihren Platz. Und Sie sind dann auch begeisterter Gin-Trinker? Ja, doch. Also ist ja auch im Moment in, ne? Mit genau, dem Gin. Ist ja auch ein Innengetränk und dadurch kam das dann auch. Und dann haben wir auch noch einen Auszug, auf dem man Getränke anrichten kann, Schubkästen, um auch Sachen zu verstauen. Und unten haben wir dann auch nochmal einen geschlossenen Korpus, in dem wir dann auch Sachen verstauen können. Genau. Und was für Holz ist das? Das ist amerikanischer Nussbaum und im unteren Teil sehen wir Zipranoholz. Genau. Zipriano ist, glaube ich, auch was jetzt nicht ganz so typisches. Nee, ne? Das wird auch eher seltener verwendet, ist auch nicht die günstigste Holzart. Und wie sind Sie an dieses Holz gekommen? Wie kommt man zu dieser Holzauswahl? Ich hatte die Holzauswahl auch schon beim Gesellenstück verwendet und wollte quasi im Rahmen des Raumkonzepts dann auch die Vitrine oder Gintrine dementsprechend anpassen und dass das gesamte Raumkonzept dann harmonisch wirkt. Gut, jetzt haben wir eben schon mal gehört, dass diese Projekthinführung zu dem Stück, was man ja nicht mehr sagt, sondern dass das wirklich ein großes Projekt ist, einen sehr großen Umfang hat. Jetzt haben Sie uns ja mal die Mappe mitgebracht, dass wir einfach mal drauf gucken können. Also wir wollen da nicht einsteigen in die ganzen Inhalte, aber dass man einfach mal sieht, das ist wirklich umfangreich. Genau, das ist eine Mappe, quasi die Vorbereitung und das ist dann die komplette Nachbereitung mit Nachkalkulation. Also das sind dann 2 größere Mappen, die man im Rahmen der Vorbereitung bzw. der Nachbereitung des Stücks herzustellen hat. Genau.
Und das ist für Sie dann auch, denke ich, hilfreich, so für spätere Projektarbeiten, um dann zu sagen, ja, genau, das ist dann. So kann man das angehen. Das hat ja der Herr Wald ganz schön erklärt, dass es dann, ich gehe eben nicht ein Möbelgeschäft, sondern ich gehe dahin, weil ich eine Gesamtlösung möchte. Und dafür kann ich dann verschiedene Ideen auch präsentieren und entwickeln, ne? Und die auch durchkalkulieren. Genau, da ist dann von der Kalkulation mit der Stückbeschreibung und Erklärung vom Kundenauftrag alles dabei. Und was dann später auch einer realen Situation entspricht. Ja, und jetzt geht es bei Ihnen ja schon sofort weiter. Also Sie sind ja schon im nächsten Schritt. Sie studieren schon in Koblenz auch Holztechnik, genau. Um später Berufsschullehrer zu werden. Waren ja auch letztens in einer Online-Vorlesung, als wir telefoniert haben. Genau. Warum ist es Ihnen wichtig, wenn Sie später als Berufsschullehrer arbeiten wollen, dass Sie jetzt den Meister auch noch im Tischlerhandwerk machen? Sie sind ja schon Tischler und jetzt noch den Meister. Was ist die Motivation? Weil ich das auch selber von meiner Ausbildungszeit kenne, dass man von einem Lehrer, der in dem Beruf selber auch gearbeitet hat und in dem Beruf auch selber gelernt hat, nochmal besser die ganze Situation versteht, weil er auch sich in die Situation von den Auszubildenden viel besser reindenken kann. Und ich wollte auch noch mal möglichst viel Fachwissen von verschiedenen Dozenten, nicht nur von der Schule, sondern auch von der Meisterschule, an Inputs bekommen, um auch später den Schülern besseren Input geben zu können. Das ist ja ähnlich wie bei Herrn Wald, der auch die Tischlerausbildung mitgemacht hat. Also damit hat man natürlich dann wirklich eine tolle Basis, dass man nicht nur diese pädagogische Basis hat, sondern auch noch wirklich die fachliche und dann auch genau weiß, wovon man spricht. Ne? Genau. Okay. Gut, ich danke Ihnen, Herr Schulz, und würde mich dann an den Herrn Dobaranske wenden. Herr Dobaranske, Sie haben Fachhochschulreife erlangt, haben dann in zwei Studiengänge eingeschnuppert, ausprobiert, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, haben aber dann nach beiden gesagt, nee, also das sind doch, glaube ich, nicht meine Ideen, die ich da lebe, sondern meine Idee ist, also was Handwerkliches zu machen. Sie haben dann eine Ausbildung zum Tischler in Österreich gemacht. Und da ist natürlich die Frage, uns freut das natürlich, je mehr sich fürs Handwerk entscheiden. Aber wie kam es, dass Sie gesagt haben, es soll doch das Handwerk sein? Ja, das kam so nach dem zweiten Studiengang, sage ich mal, nach dem Maschinenbaustudium oder mittendrin. Da habe ich schon gemerkt, okay, das hat sehr viel mit Theorie zu tun und eigene Ideen, Kreativität, was eigentlich jetzt so mein Anspruch ist, kann man nicht so ganz umsetzen. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, komm, das muss irgendwas Handwerkliches sein und den Bezug zu Österreich habe ich schon von klein auf und dort habe ich eigentlich immer so mitbekommen, was man aus Holz machen kann und dort Tischlerarbeiten gesehen, Architektur auch ganz besonders. Und da habe ich mich entschlossen, ja, das muss in Österreich sein, wenn, dann mache ich es richtig. Und dann hat alles geklappt und dann habe ich dort angefangen. Und da liegt halt auch der Schwerpunkt auch gerade auf Planung. Ich hatte ja den Tischlereitechniker gemacht, das ist eine vierjährige Ausbildung. Und da kann man sich entscheiden zwischen Produktion und Planung und ich habe mich für die Planung entschieden. Und da geht man eher ins Gestalterische rein, kann so seine Ideen einbringen und genau das hat mich dann eigentlich überzeugt. Von dem Ganzen. Und jetzt, also hat sich ja in Ihrem Leben so dieses Thema Gestaltung hat ja immer einen großen Raum eingenommen und Sie haben ja jetzt auch einen Altar gestaltet, ja. Und diesen Altar, den haben Sie für Ihre Gemeinde gemacht, wo Sie selbst Mitglied sind, ja. Und haben also nicht nur das Material gespendet, Sie haben auch die ganze Produktion der Gemeinde gespendet, was ich sehr beeindruckend finde und da würden wir uns natürlich gerne auch nochmal die Besonderheiten anschauen und anhören. Ja. Was ist das Besondere an dem Stück? Also bei uns, sage ich mal, in der Kirche ist es eigentlich so üblich, dass Altäre ein Objekt sind. Man hat sozusagen den Predigtteil und den Abendmahlteil. Meine Idee war es sozusagen, dass beide Teile voneinander getrennt werden und doch wieder optisch zusammen sind. Den Predigtteil und den Abendmahlteil und auch diesen kirchlichen Gedanken, also diesen Trinitätsgedanken sozusagen in diesem Altar wiederzuspiegeln. Das zeigt sich durch die drei Kreuze. Technisch gesehen musste ja auch die Anforderung sein für das Meisterstück und da sind diverse Schubladen drin.
Fächer drin, ein kleiner Schrank ist drin, auch für die Sachen, die man sozusagen im Altar braucht, wie zum Beispiel ein Fach für die Bibel, für die Abendmahlskelche, das ist alles berücksichtigt worden. Und ja, genau. Ja, und jetzt wird das ja später in Ihrer Gemeinde stehen. Sie werden dann auch, wenn Sie die Gemeinde besuchen, werden Sie das sehen. Wie ist denn überhaupt diese Projektidee zustande gekommen? Ja, das hat angefangen 2018, 2019, wo unsere Gemeinde saniert wurde, also im Innenbereich. Und uns wurde ein neuer Altar versprochen. Und der kam ja dann leider nicht. Und dann hatte ich so die Idee, damals noch Geselle, hier, das wäre doch eine super Idee, wenn ich das als Meisterstück mache. Und das war halt erstmal natürlich das Anfragen bei der Kammer sozusagen, ob das möglich ist. Und dann auch bei der Kirche, bei den Verantwortlichen, musste man ja auch nachfragen, ob das möglich ist und welche Ideen man hat. Und das war ein Hin und Her mit den Bauleitern, mit den Architekten. Man hat ja auch gewisse Bedingungen von der Kirche, wie gesagt, von der Prüfungskommission. Und das Ganze ging dann so ineinander und dann habe ich gesagt, ja. Das ist natürlich ein tolles Projekt, wenn man dann wirklich was schaffen kann, was man der Gemeinde schafft. Ja. Das haben Sie ja auch immer betont, dass Sie gesagt haben, ich will auch was meiner Gemeinschaft wiedergeben. Ja. Also ich denke, das ist was, was einen dann auch später noch wieder bereichert. Es ist einfach mal was anderes. Also einfach mal, wo man auch sagen kann, okay, steht jetzt nicht zu Hause, sondern in der Gemeinde und vielleicht steht es 50 Jahre, vielleicht sogar länger noch da und man weiß, okay, das ist das Meisterstück gewesen. Und Und haben Sie denn für sich jetzt schon eine Idee, wo es beruflich hingehen könnte, jetzt frisch mit dem Meisterbrief in der Tasche? Also so dieser Gedanke, warum ich den Meister natürlich gemacht habe, war ja der Grund der Meisterpflicht in Deutschland und sprich, dass ich mich selbstständig machen kann. Der Gedanke ist ganz klar, eigene Ideen, eigene Designs umzusetzen. Mhm. Das ist so dieser Hauptaspekt, aber auch jetzt mal auf den Herrn Schulz zuzukommen. So dieser pädagogische Ansatz vielleicht wäre auch etwas, wo ich sage, ja, vielleicht auch eher im sozialen Bereich, dass man da in diesen Bereich hineingeht und auch lehren kann und gewisse Ansätze, die man selber hat, vielleicht auch vermitteln kann. Genau, so in diesem Bereich würde also ich sagen. Also das heißt, Sie sind noch offen und sagen, ich habe jetzt den Meisterbrief und der wird mir viele Möglichkeiten eröffnen. Ja. Das kann eine Selbstständigkeit sein, das kann aber auch was anderes sein. Ja. Und ich weiß jetzt erstmal, ich habe die Basis dafür. Und das ist ja eigentlich auch ein schönes Gefühl. Ja. Ne? Gut, vielen Dank, Herr Dobaranske. Dann kommen wir zu dem Herrn Weist. Herr Weist, Sie haben auch schon immer gerne und viel früher mit Holz gearbeitet. Die ganze Richtig. Familie war, glaube ich, ganz handwerklich auch affin, ne? Und hat da ganz viel gemacht. Da ist man natürlich immer schon sehr nah am Thema dran. Sie haben dann nach der Realschule die Schreinerausbildung gemacht und haben dann die Fachhochschulreife erlangt. Und seit 2014 sind Sie jetzt in einem Betrieb in Frankfurt, der sich auf Messebau spezialisiert hat. Richtig. Und Sie haben als Meisterstück diesen wunderschönen Couchtisch Pilota. Genau. geschaffen und der ist aus Zwetschgenholz. Das ist ja auch ein seltenes Holz, auch die Bezeichnung ist jetzt ungewöhnlich. Wenn Sie uns mal erklären, wie Sie zu der Bezeichnung gekommen sind und warum Zwetschgenholz? Die Bezeichnung Pilota, das ist finnisch übersetzt, bedeutet sowas wie verbergen, verstecken. So ein bisschen inspirieren lassen habe ich mich von den, ich sag mal, Schreinerpionieren David und Abraham Röntgen. Die haben viele Sekretäre, Schreibtische gebaut mit vielen Geheimfächern, Versteckten und so weiter. Und das wollte ich so gerne ein bisschen aufgreifen in meinen Ideen und auch einfach ein Möbelstück zu entwerfen, was lebt. Also dadurch, dass diese Funktionen, die dabei sind, dass man die auch sieht. Und das Zwetschgeholz ist jetzt ein heimisches Holz, was eher selten verwendet wird, weil es auch nicht groß oder hoch wächst. Und da habe ich gedacht, das ist ein guter Passus zwischen den beiden, einmal vom Namen her und die Holzart, was dann wieder, ich denke mal, für mich gut gematcht hat. Und Sie haben ja jetzt Ihr Stück mit CNC-Technik gefertigt, was ja für ein Handwerk erstmal nicht ganz gewöhnlich ist. Wie kam es dazu, dass Sie mit dieser CNC-Technik arbeiten? Das kommt daher, dass ich in dem Betrieb, in dem ich derzeit arbeite, in der CNC eingestiegen bin, habe die dort weiter verinnerlicht, bin dort auch fürs Programmieren von der CNC verantwortlich, um wieder
Herr Wald schon erläutert hatte, dass wir was auch aus unserem beruflichen Umfeld bauen sollten oder beziehungsweise uns die Techniken, die uns zur Verfügung stehen, mit einbinden können, dürfen. Und das habe ich halt damit genutzt. Also Sie sind dann letztlich auch inspiriert durch das, was Sie in der jetzt im Beruf schon machen und haben gesagt, das würde ich jetzt gerne auch in einem Korrekt. Meisterprojekt umsetzen. Und ich glaube, Sie wollen uns auch noch mal ein bisschen näher zeigen, was es mit diesem Couchtisch noch alles auf sich hat, was man damit alles machen kann. Genau, also die normalen Möbelstücke sind ja soweit eher, dass wir Schubladen, Türen haben. Die haben wir jetzt hier in dem Fall nicht. Mein Tisch besteht aus einer Zahnradkonstruktion. Eigentlich die, ich sag mal, eine der ältesten Bewegungstechniken unserer Menschheit. Die habe ich verbunden mit der modernsten CNC-Technik. Die Tischplatte ist zweigeteilt. Ich kann diese auseinanderziehen. Durch die Zahnräder bewegt sich die andere Tischplatte synchron in die entgegengesetzte Richtung. Und hier kommen jetzt meine Verstecke zum Vorschein. Einmal habe ich aus der Tischplatte oben habe ich einen kleinen Knopf. Da kommt ein kleines Fach unterhalb der Tischplatte hervor. Dieser beherbergt meinen Schlüssel. Und der Schlüssel ist dafür da, um meinen Schubkasten, der durch die Öffnung hier ist, zum Vorschein kommt. Der ebenso mit einer Zahnradtechnik verschlossen ist und zum Unterbringen von Dokumenten oder Ähnlichem kann ich wieder verschließen. Meinen Schlüssel verstaue ich wieder und kann jetzt meine Tischplatte wieder zusammenführen. Und das waren Sachen, die der Herr Röntgen auch gemacht hat? So direkt jetzt nicht, aber ja. Durch seine Geheimverstecke und seine versteckten Schubladen, die er gemacht hat, habe ich mich dadurch inspirieren lassen und habe halt meine eigene Kreativität freien Lauf gelassen. Und ja. So ist dann dieses ganze Projekt in dem Vorbereitungskurs entstanden. Vielen Dank. Auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Jetzt haben Sie uns ja zusätzlich noch Ihre Situationsaufgabe mitgebracht. Das ist ja noch, das hat der Herr Wald eben schon erläutert, eine Aufgabe, die alle zusammen machen. Wir haben ja eben gehört, das Meisterstück macht jeder in seinem Betrieb. Da gibt es auch bestimmte Vorgaben in 18 Tagen und so weiter. Aber das macht jeder für sich. Und diese Situationsaufgabe machen aber alle zusammen in einem Raum. Und Sie haben Ihr Stück mitgebracht, weil es als Bestes bewertet wurde. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und wenn Sie uns mal kurz erklären, wie Sie es umgesetzt haben, was die Aufgabe war. Also wir haben einen sogenannten Werkstattwagen gebaut. Wie Sie angesprochen haben, das hat jeder von unseren Prüflingen gebaut. Ja. Die Herausforderung war dadurch, da wir alle dasselbe bauen, haben wir nahezu natürlich auch dieselben Arbeitsschritte. Das heißt, es kann nicht jeder anfangen zu sägen, es kann nicht jeder anfangen, irgendwelche Maschinen zu benutzen, die dann belegt sind. Das heißt, die Herausforderung bei so einem Projekt, neben den zeitlichen Vorgaben, die wir natürlich auch haben, ist, dass man sich selber so koordiniert, dass man sagen könnte, okay, hier ist gerade die Maschine belegt, die ich nutzen möchte, ich brauche einen Plan B, C, D, und dass ich keinen Leerlauf dadurch verursache für mich selber, der dann in Stress ausartet, dass ich natürlich auch am Ende fertig werde. Und ja, wie gesagt, das ist dann halt mein Stück. Und das hat halt verschiedene Sachen umfasst. Einmal der Korpus, das war eine CNC-Arbeit, die auch im Rahmen unserer Vorbereitungszeit angeboten wird und auch mittlerweile prüflich bewertet wird. Nebenbei haben wir die Rahmen mit klassischen Handarbeiten und Handmaschinenarbeiten. Was so das ganze Projekt vereint und eigentlich unseren kompletten ich sag mal, Kenntnisstand und Wissensstand natürlich auch ein bisschen abfordert. Und das machen Sie dann alle zusammen hier an einem Tag in der... Genau, richtig. Das machen wir zusammen. Corona-bedingt wurden wir jetzt aufgeteilt in zwei Gruppen. Ja. Ja, aber beide Gruppen haben dasselbe Stück gebaut, das natürlich auch fairnesshalber und auch bewertungstechnisch dieselben Gegebenheiten gegeben sind. Gut, vielen Dank. Gerne. Dann darf ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Überblick geben über den Prüfungsablauf, über einzelne Projekte. Und ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, aber bitte bleiben Sie noch dran, denn es folgt jetzt noch ein virtueller Rundgang. Das wird der krönende Abschluss sozusagen, dass Sie sich nochmal alle Projekte anschauen können. Und da wünsche ich Ihnen viel Freude dabei. Ich hoffe, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und
Ich sage auf Wiedersehen.